Die geowissenschaftliche Sammlung der Universität Bremen präsentiert eine geologische Reise durch Bremen. Episode 3: Die Weserrenaissance in Bremen. In der vorangegangenen Episode dieser Kurzfilmreihe haben wir gesehen, wie die Verwendung des Bremer Steins in der Geschichte nicht nur in Norddeutschland, sondern an der ganzen Welt bedeutende Spuren hinterlassen hat. In dieser Folge wollen wir uns auf eine besonders wichtige Epoche konzentrieren. Auf dem Höhepunkt des Mittelalters hatte die Renaissance begonnen, der lokalen Architektur vieler europäischer Städte ihren Stempel aufzudrücken, so auch in Bremen. Durch den wirtschaftlichen Erfolg erlebte die Stadt zu dieser Zeit einen Aufschwung im Bauwesen. Inspiriert wurden diese Baustile während des Baubooms wahrscheinlich durch die Hohepriester in Rom. Zwischen 1520 und 1618 erlebte die sogenannte Weserrenaissance eine Periode der Kreativität und besonders attraktiver Gebäudegestaltung. Der Bremer Stein war wichtig für die Errichtung der schönen Gebäude, die wir heute in den älteren Teilen der Stadt Bremen sehen. Der Baustein wurde gewählt, weil er ein einheitliches und homogenes Material ist, das nicht nur attraktiv aussieht, sondern auch besonders witterungsbeständig. Einige der am häufigsten verwendeten und erkennbaren Merkmale der Architektur der Weserrenaissance in Bremen sind horizontale Friese mit rustikalem und kubischem Quadersandstein, Engelsköpfe, bogenförmige Portale mit Bossen, doppelt getäfelte Pilaster an Volutengiebeln, Muschelzüge. Viele der historischen Gebäude, die wir heute in Bremen sehen, wurden während der Weserrenaissance errichtet, darunter das Rathaus, die Stadtwaage, das Gewerbehaus, das Haus Schütting, das Essighaus, die Factoring Bank. Lüder von Bentheim war der Architekt, der einen Großteil der Entwürfe für die Gebäude der Bremer Renaissance übernahm. Darunter viele Änderungen an führenden Entwürfen und Bauten, wie zum Beispiel dem Rathaus, Haus Schütting und der Stadtwaage. Am Rathaus können wir die Entwürfe der wohl schönsten Bauabschnitte der Bremer Geschichte sehen. Muscheln zieren oft die oberen Ecken von Fensterfassaden und Gesimsen. Dieser Stil ist auch an der Stadtwaage zu sehen. Auch das Haus Schütting wurde in der Weserrenaissance 1565 durch Carsten Husmann am Nordostgiebel verändert. Weitere Veränderungen wurden durch Lüder von Bentheim vorgenommen. Das Gebäude und mit ihm die meisten der schönen Verzierungen durch die Renaissance wurden im Zweiten Weltkrieg zerstört, das Haus aber 1950 wieder aufgebaut. Das Essighaus wurde im Gegensatz zu den meisten anderen Bremer Bauten der Weserrenaissance 1618 komplett aus dem Bremer Stein gebaut. Es hatte 5 Stockwerke, wobei 2 Stockwerke giebelständig waren. Während des Zweiten Weltkriegs wurde das Gebäude bis auf das Erdgeschoss zerstört. Das damalige Kontorhaus, das das Farben-Großhandelshaus Suding und Soken 1901 übernahm, wurde zwischen etwa 1620 und 1630 mit 3 Haupt- und 4 Dachgeschossen errichtet. Vor dem Erwerb durch das Unternehmen wurde es als Wohnhaus und zur Lagerung von Waren genutzt. Das Erdgeschoss und das erste Obergeschoss wurden dann 1730 im Stil des Bremer Rokoko neu errichtet.
Das Gewerbehaus wurde zwischen 1618 und 1619 nach Plänen von Johann Nacke und Ernst Crossmann als Zunfthaus der Gewandschneiderei und Tuchmacher erbaut. Dieses Gebäude gilt als eines der schönsten Beispiele für die Bremer Architektur zwischen Renaissance und Barock. Nach der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg wurde es zwischen 1948 und 1960 wieder aufgebaut. In unserem nächsten Film der Kurzfilmreihe Eine geologische Reise durch Bremen erfahren wir, welche Dinosaurier in der Vergangenheit das Land im Norden beherrschten. Bleiben Sie dran bei Stürme zur Zeit der Dinosaurier.